Warum tauchte Dumbledore eigentlich nicht auf, als Harry den Stein der Auferstehung benutzte? Das und mehr jetzt in diesem Video. In diesem Video geht es um die Szene, als Harry Potter in den Heiligtümern des Todes den Stein der Auferstehung benutzte, um seine Mutter, seinen Vater, Remus Lupin und Sirius Black zurückbrachte, was ihm die Kraft und den Auftrieb gab, die er brauchte, um Voldemort gegenüberzutreten, obwohl er wusste, dass er mit Sicherheit sterben würde. Man kann die Anspannung auf Harrys Gesicht sehen, zusammen mit den Schuldgefühlen, die er empfand, weil so viele Menschen für ihn gestorben waren. Etwas, das mich wirklich überrascht hat, und ich bin ziemlich sicher, dass es viele von euch auch überrascht hat, war die Tatsache, dass wir Dumbledore nicht gesehen haben, als Harry die Leute zurückgebracht hat mit dem Stein der Auferstehung. Erst neulich dachte ich darüber nach, warum er Dumbledore nicht zurückgebracht hat, obwohl er es war, der Harry überhaupt erst den Stein der Auferstehung gegeben hat. Es muss definitiv einen Grund dafür geben. Ich habe eigentlich mehr als einen Grund und die werde ich euch jetzt vorstellen. Wenn ich ehrlich bin, denke ich, dass es eine gewisse Grauzone gibt, die den Stein der Auferstehung umgibt. Er gibt einem die Macht, geliebte Menschen zurückzubringen, aber es bleibt nicht wirklich klar, ob es der Benutzer des Steines ist, der die geliebten Menschen zurückbringt, oder ob die geliebten Menschen selbst beschließen, zurückzukommen, wenn sie den Ruf des Steines erhalten, der ihnen erlaubt, in die Welt der Lebenden zurückzukehren. Ich denke, es ist das Letztere, wo die, die man liebt, zu einem zurückkommen, wenn der Stein dreimal in der Hand umgedreht wird. Harry glaubte tatsächlich nicht, dass Dumbledore sich um ihn kümmerte, aufgrund der fast unmöglichen Situation, in der er sich befand. Harry ging zu Voldemort in den Wald, weil er glaubte, dass Dumbledore ihn zu einem Opferlamm erzogen hatte, das getötet werden sollte, wenn die Zeit reif war. Er glaubte, dass Dumbledore sich nie um ihn gekümmert hat und ihn nur als Mittel zum Zweck betrachtete. Selbst in den besten Zeiten war seine Beziehung zu Dumbledore nicht die eines Kindes zu seinen Eltern, sondern die eines Schützlings zu seinem Mentor, also kann er es irgendwie verstehen. Seine Einstellung ihm gegenüber hat sich geändert, wenn es darum geht, dass Harry die Macht hat, die geliebten Menschen zurückzubringen, die er haben wollte. Dann wollte er Dumbledore wohl einfach nicht dabei haben. James, Lily, Remus und Sirius waren die vier Menschen, die Harry am meisten sehen wollte und die vier Menschen, die er liebte, zumindest die vier Menschen, die er am meisten liebte und die tot waren. Er hatte sein ganzes Leben lang darauf gewartet, endlich seine Eltern kennenzulernen und nach dem Gesetz der Natur hätte er sie niemals treffen können. Das ist die Macht des Steins, das ist die Macht der Magie und so macht es Sinn, dass sie die vier Menschen sind, die er an diesem Punkt sehen würde. Menschen, die ihm Trost, Zuspruch und Mut geben konnten, den er brauchte, um Voldemort endlich gegenüberzutreten und sich dem zu stellen, was er für den sicheren Tod hielt. Es gibt auch den Fall, dass der Stein nicht in der Lage war, Dumbledore aus dem Jenseits zu holen, weil er dort noch nicht angekommen war. Verschiedene Religionen glaubten, dass die Vorhölle nur dann ihren Zweck erfüllt, wenn ein verstorbenes Individuum seinen Tod akzeptiert. Aber wir sehen Dumbledore zusammen mit einem deformierten, babyähnlichen Individuum, das ein Mini-Voldemort zu sein scheint. Es ist im Grunde ein Seelenfragment von Voldemort. Dieses babyähnliche Wesen scheint Harry an einem Ort auf halbem Weg zwischen Leben und Tod zu sein. Ich glaube nicht, dass es Zufall ist, dass das Seelenfragment und Dumbledore zusammen waren, aber die Gründe dafür sind unterschiedlich. Vor allem Dumbledore blieb, bis er sein Bedauern und seine Angelegenheiten verarbeiten konnte. Er wollte noch nicht sterben, während Voldemorts Seelenfragment für alle Ewigkeit dort gefangen war, sodass er in gewisser Weise freiwillig in der Vorhölle gefangen war. Das bedeutet, dass er außerhalb des Kraftfelds des Steines gewesen sein könnte und dass er quasi nicht erreichbar gewesen wäre, wenn Harry tatsächlich versucht hätte, ihn zu rufen mit dem Stein. Aber da der Stein im Wald verloren gegangen ist, werden wir das wohl nicht so bald herausfinden, sondern nur auf Harrys Gefühle gegenüber Dumbledore zurückkommen müssen. Einen Moment lang und angesichts der fragwürdigen Handlung von Dumbledore im Allgemeinen glauben Harry und alle anderen auch im Tod an das, was Dumbledore sagt. Lassen wir doch einfach zu, dass Voldemort Harry mit dem Tötungsfluch belegt, denn das ist die einzige wirkliche Möglichkeit, Voldemort vollständig zu vernichten und die gesamte Zaubererwelt zu retten. Die ganze emotionale Angst, die wir von Dumbledore kennen, war eigentlich nur ein Schuldgefühl, das mit dem Wissen einherging, dass er etwas tun würde, das sich nachteilig auf seine Seele auswirken könnte. Aber es würde die Welt für immer von Voldemort befreien. Es ist nur ein weiterer Fall von Dumbledore, der sich auf seine alte Phrase bezieht, die er vor all den Jahren mit Gellert Grindelwald geprägt hat. Das größere Wohl wäre natürlich den Tod eines einzelnen Harrys im Tausch gegen den Untergang von Voldemort wert, der natürlich selbst für massiven Tod und Zerstörung sorgen würde.
Man sieht also, wo er herkommt. Die Bedürfnisse von vielen überwiegen die Bedürfnisse von wenigen. Auch wenn er mit den Plänen seines alten Freundes für die Weltherrschaft nicht mehr einverstanden ist. Er war immer noch bestrebt, den Status quo zum allgemeinen zu nutzen, der Zaubererwelt aufrechtzuerhalten. Und das bringt mich zu einer anderen Frage. Ich habe darüber gesprochen, warum Dumbledore Harry den Stein überhaupt erst gegeben hat. Dumbledore wollte nicht, dass Harry die Heiligtümer des Todes vereinigt. Er hielt die Reliquien für extrem mächtig und sehr gefährlich und konnte sich nicht vorstellen, wie rein Harrys Seele war. Deshalb hatte er Angst, dass Harry der Versuchung erliegen und sie falsch verwenden könnte. Er gestand sich schließlich ein, dass Harry ein besserer Mensch war als er selbst. Dumbledores Ziel war es, unbesiegt zu sterben, und sein Tod sollte das Ende des Elderstabs bedeuten, wenn er nicht entwaffnet werden würde. Es war der gefährlichste Zauberstab aller Zeiten und Draco entwaffnete Dumbledore. Sein Plan war ruiniert, aber zum Glück half der Fehler im Plan Harry, anstatt sich gegen ihn zu wenden. Ich glaube, Dumbledores Plan war es, dass Harry den Stein nur einmal kurz vor seinem Tod benutzt. Deshalb hat er den goldenen Schnatz eingebaut, der sich erst am Ende öffnen würde. Harry sollte mit Hilfe von Hermine, die das Buch erhalten hatte, herausfinden, was die Heiligtümer sind. Die Geschichten über die Heiligtümer des Todes und spukende Horcruxe natürlich. Nachdem alle Horcruxe außer Nagini zerstört worden waren, sagte Snape zu Harry in seiner Erinnerung, dass er auch ein Horcrux sei, und Harry beschloss zu sterben, um alle anderen vor Voldemort zu retten. Zu diesem Zeitpunkt würde er den Schnatz öffnen, den Stein finden und ihn benutzen, um Trost und Mut von seinen toten Eltern, Mentoren und Freunden zu erhalten. Zusammen mit Harrys angeborener Tapferkeit würde diese Unterstützung ihn in die Lage versetzen, unbeirrt weiterzugehen, bis er Voldemort begegnete, einen würdigen Tod zu sterben und zurückzukommen, um erneut zu kämpfen. Dies war aber nur eine Vermutung, aber Dumbledore glaubte daran, dass alles geschehen würde. Also, um das noch einmal zusammenzufassen, Harry wollte Dumbledore aufgrund seiner Gefühlslage nicht am Ende dabei haben, wegen der Tatsache, dass er wie ein Schwein zum Schlachten von ihm aufgezogen wurde. Oder Dumbledore war nicht erreichbar für ihn, da er in der Vorhölle feststeckte. Das sind meine Theorien. Habt ihr eine eigene Theorie oder eine andere Meinung, dann lasst es mich doch gerne in den Kommentaren wissen. Und das war's auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wenn es das hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, schreib sie mir doch gerne in die Kommentare. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.